Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, endlich mal wieder, von Stardew Valley im Multiplayer zusammen mit The Vardrak. Hi. Und Suki ist uns gerade gejoint. Hi Suki. Hallo, schön, dass du da bist. Warte mal, ich werde mal meinen zweiten Monitor. Das ist perfekt, da kann ich besser drauf rüberdrehen, dann kannst du nämlich auch mit drauf gucken und den anderen hole ich hier weiter vor. Wir schalten die Pause weg. Slash Pause. Und es geht los. Mal gucken, ich habe 250 Bait in der Tasche. Ganz frisch, ja, das kann sein. Und ein Iron Edge, das hatte ich aber vorher noch nicht. Nee, die habe ich dir in das Schränkchen gepackt. Ich glaube, die hat Sasiko damals gefunden. Morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau. Eine Crystal Fruit. Okay, wir müssen irgendwas mitbringen für die Gemeinschaftssuppe, irgendwas Cooles. Oh mein Gott, das ist laut. Ich muss meine Aufzählung erstmal umstellen. Ich werde dabei erstmal gießen. Wir müssen unbedingt die Gießkannen erweitern. Jetzt, ich höre Gießkannen. Ja, das bin ich. Ja, wir sind wieder da. Endlich mal wieder beide. Der Vardrak ist wieder gesund und im Lande. Und ich bin wieder im Lande. Und wir versuchen jetzt auch wieder regelmäßiger aufzunehmen. Ja. Heute haben wir gleich ein bisschen Zeit mitgebracht. Und werden gleich mal ein paar Folgen im Voraus aufnehmen. Ja, okay, brauchst du. So, du hast die Gießkanne noch? Ja. Ich habe eine Gießkanne. Ja, was mache ich dann in der Zeit? Du müsstest auch eine Gießkanne haben. Nein, die liegt, glaube ich, vor meinem Haus. Nee, ich glaube, ich habe noch eine zweite abgegradet. Guck mal vorm Haus. Aber guck nur mal, ob die da drin liegt. Wenn nicht, dann ist nicht so schlimm. Ah! Steuerung! Liegt da eine Kupferkugel-Gießkanne? Nein, weiß ich nicht. Da ist eine. Nee, dann normale. Nur normale. Dann habe ich die noch nicht geupgradet. Geupgradet. Ich habe Skills. Fishing auf 7. Okay, ich wollte Fische nehmen. Oh, natürlich, fürs Letzte ist jetzt kein Wasser mehr da. So. Wie sehen denn meine Skills aus? Sammeln auf 6, das heißt wie Holzfällen. Wieso habe ich eine Crystal Fruit in meinem Inventar? Ich weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine Crystal Fruit hatte, als ich das letzte Mal da war. Ich überlege, wo die sonst herkommen soll im Sommer. Aus der Mine. Ah, das kann sein. Naja, es kann sein, dass ich da irgendwas in das Inventar da gelegt habe. Alles, was ich in die Kiste lege, während du offline bist, kriegst du ins Inventar. Okay, dann Fische. Wir haben 12 Kupfer. Brauchst du das Kupfer für irgendwas? Gerade nicht. Oh, ich kann jetzt alle Sachen. Ich habe eine Stahl-Axt schon. Nice. Ich würde theoretisch auch. Stahl-Axt. Ich würde auch die Spitzhacke gerne bei Gelegenheit mal aufbessern. Aber dazu brauchen wir erstmal Geld. Vor allem, um den großen Dings bei uns wegzubekommen. Den Boulder kriege ich noch nicht, ne? Nee. Auch Stahl. Und wir brauchen Goldspitzhacke, um den Felsen da wegzumachen. Ja. Ich werde jetzt meinen Tag einfach dafür nutzen, hier ein bisschen Großreine zu machen. 3. Hey. Ah. Ich glaube tatsächlich, mit der neuen Beta kriegt man für Baumstümpfe jetzt auch einen Erfahrungspunkt, aber ich bin mir nicht sicher. Habe ich jetzt eigentlich meine Mods an? Gucken wir mal. Ah ne, die UI ist. Ich will doch nur Kupfer brennen. Meine Güte, ist das so schwer. Mod ist nicht an. Habe ich eine andere Mod an? So. Nee. Warte mal, kann ich? Doch, vielleicht. Ha, die habe ich an. Das heißt, warte mal, ich kann. Ging das nicht hier? Das ist eine reine. Also Leute, ihr seht jetzt mal das CJB Cheats Menü, was ich hier im Playthrough zwar nicht verwende. Hups, also aufgelevelt. Aber. Was man verwenden könnte. Das könnte man verwenden, ja. Ich suche nur gerade, ob ich hiermit, aber nee, anscheinend nicht. Nee. Okay. Das geht also nicht. Die Musik ist so laut in meinem Ohr. Mach sie leiser. Nein, ich dachte, man könnte damit auch sich die Personen anzeigen lassen und so weiter. Ich muss die InfoSuite-Mod neu installieren. Das ist eine neue Version da. Ja. Ich muss auch Smarty neu drauf installieren. Aber Smarty? Smarty neu installieren? Nee, nicht Smarty. Smarty. Stardew Valley Modding API. Achso.
Ja, er passt schon auf seine Ohren auf. Er hätte ja nicht den Kopfhörer reinmachen müssen. Ja, aber ich habe den Kopfhörer drin. Minaschnupp, Fairstoy, Handaxe und der Criterium Moor, aber das, wir wissen, dass das kaputt ist. Ja, ich weiß nicht, ob es immer noch kaputt ist, ich habe keine Ahnung. Es ist ja zwischendurch auch nochmal eine 2-Beta-Version mehr dazu. Und Fairstoy, Scapula. Scapula! Ich gehe gerade richtig ab hier. Ja. Eigentlich wollte ich angeln. Schulterblatt. Wir passen schon auf seine Öl. Ich habe übrigens mal unten noch ein paar mehr Crabpots gemacht. Das ist sehr gut. Suki, da du jetzt da bist, das ist ja super. Ich finde es immer toll, wenn du da bist. Ich auch. Dann kannst du uns auch gleich sagen, ob, ob die Lautstärke in Ordnung ist. Vom Ton her, genau. Vom Ton her. Vom Ton her. Eins nice Lautstärke. Was ist das für eins nice Lautstärke eben? Warum isst du Blumenkohl? Weil ich Hunger habe. Ich habe kaum noch Energie. Wir müssen mal Stardrops finden. Einmal haben wir Stardrops schon, ne? Wir haben beide den Stardrop beim Frühlingfest, bei der Eiersuche bekommen, oder? Ne, da gab es keinen Stardrop, da gab es den Hut. Oh mein Gott! Nein, es gibt einen Stardrop, aber dann haben wir ihn nicht. Oh Gott, das vibriert so stark! Ah ne, das ist nicht da, das ist. Okay, ich weiß, wo das ist, das war ein anderes. Aha! Der Xbox-Controller, die Rumble-Funktion ist echt. Schrei doch nicht so. Schlimm. Was schreist du denn immer so? Ne, damit man mich hört. Ich rede sonst noch zu wenig. Schrei me a river. Deswegen schrei ich lieber. Du meinst, wenn du nicht viel redest, dann redest du wenigstens laut? Ja, genau. Okay. Nein! Nein! Was hast du getan? Ich habe einen Baum getötet. Wow. Ich muss sowieso das Schild erstmal wegmachen. Ich finde übrigens, man sollte das Angel-Minispiel umbauen, das nicht mit X zu machen auf dem Controller, sondern mit Trigger-Tasten hinten. Und Schultertasten. Oh, das wäre witzig. Das wäre um einiges besser. Was? Das wäre aber auch um einiges leichter, glaube ich. So. Es ist jetzt Sommer, ne? Ja. Ja. Ich muss die da vorstellen. Hat die schon alle Sommerfische gefangen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Da muss dann das andere hin. Ich habe keine Ahnung, aber davon reichlich. Ich glaube, wir müssen noch Winterfische fangen. Ja, das können wir aber nicht im Sommer. Herbst und Winterfische. Ich glaube, Sommerfische habe ich alle. Vielleicht kann ich, warte mal, ich kann, glaube ich, nachgucken. Gemeinschaftszentrum, Aquarium. Wir haben zwei fertig. Was haben wir noch nicht? Nachtfischen? Naja, du musst gucken, was da drin ist noch. Im Nachtfischenwandel brauchen wir nur noch den Glasaugenbarsch. Walleye. Der ist, glaube ich. Der ist im Herbst, glaube ich. Ich guck mal schnell. Herbst oder Frühling? Ich hab doch eine schlaue Liste. Wenn ich die jetzt noch finde, da. Oder ist der im Sommer? So, Walleye ist. Herbst, wenn es regnet. Okay, das ist der ist für den Herbst übrig, ja. Ich glaube, es fehlen gar nicht mehr so viele Fische. So, Flussfische fehlt uns nur noch. Tiger Trout? Tiger Trout gibt es. Im Herbst. Was du alles weißt. Fall and Winter, any weather, ja. Tagsüber. Ich will ja Spezialitäten zwischen für das der Sandfisch und der Waldspringer. Den Waldspringer kann ich angeln gehen. Oder du. Achso, ja, ich glaube, habe ich den Wald schon freigeschaltet? Ich glaube, ich habe unten den Wald freigeschaltet. Dann kannst du da rein und den. Ja, dann. Ja, jetzt und den. Jetzt gehe ich nicht mehr. Jetzt hol ich das nicht mehr. Und den Red Mullet ist das, glaube ich. Nee, Red Snapper. Red Snapper, Red Mullet ist was anderes. Ja, Riffbarsch. Sommer und Herbst, wenn es regnet, kriegst du den Riffbarsch. Sommer, wenn es regnet, okay. Wo? Ozean. Okay. Jetzt ist es natürlich schon relativ spät. Also. Relativ, ne? Ich könnte meinen Speedpack aktivieren. Ich weiß gar nicht, ob der Multiplayer funktioniert. Okay, meine ganze Hand wackelt hier bei dem Rumble Motion Controller. Das ist echt krass. Du hast früher nie mit dem Controller gespielt, oder? Nicht mit dem Xbox-Controller. Ja. Das heißt, du hast, bevor du das mit dem Switch-Controller getestet hast, noch nie mit Controller gespielt? Nein. Ich finde das mit Controller super entspannt. Ja, ich finde das ist jetzt auch nicht wirklich schlecht, wenn man jetzt am Ding steht. Heute ist Mittwoch, ne? Ja. Heute ist Mittwoch, ja. So ein Spiel.
sowohl im Spiel als auch wenn die Folge gleich rauskommt. Sie ist gerade frisch aufgenommen, Leute. Es ist 12.50 Uhr jetzt gerade bei uns. Willst du den gleich nach dem Aufnehmen fertig machen? Oder? Schon frei. Ja, die will ich gleich nach dem Aufnehmen live im Stream fertig machen. Wobbel. Und hier kann man nämlich dann die... Ich hole jetzt noch ein paar Hartholz-Teile, weil da werden wir später sehr viel brauchen. Wir brauchen allein 200, wenn wir beide ein Pferd haben wollen. Ja. Müssen wir zwei Ställe aufbauen? Ja. Ja, jedes Pferd braucht einen eigenen Stall. Das heißt, wenn jeder ein eigenes Pferd haben will, brauchen wir zwei Ställe, ja. Kann ich nicht auf deinem Pferd auch reiten? Und du auf meinem? Ja, aber das kann halt immer nur einer benutzen, was, wenn wir beide weg wollen. Das ist ein Argument. Ich hoffe übrigens, dass sie es noch fixen. Ich habe neulich gespielt mit... Mit Sassi habe ich, glaube ich, privat gespielt. Und da habe ich gemerkt, dass wenn man das Return Scepter hat, ja, dass er beide abholt. Und das ist natürlich schlecht. Ja, also abends ist das schon ganz cool, wenn man nur eins hat, aber wenn man jetzt das, wie ich zum Beispiel, der in den Wald geht und dann einfach sich damit so nach Hause teleportiert, dann soll das ja nicht so sein. So, geh mal schlafen. Moment. Ja, ich bin auch gerade auf dem Weg. Hast du was reingeschmissen? Jetzt gerade nicht, erst habe ich was reingeschmissen. Achso, nee, in die Kiste habe ich nichts reingeschmissen. Nee, ich meine in den... Ja, in die Verkaufskiste. Nee, habe ich nicht, aber ist heute nicht so wichtig. Morgen müssen wir was reinschmeißen. Achso, ja. Du kommst... Nein, können wir nicht. Wir können nicht beide dasselbe Pferd nutzen. So, niemand würde dir Zweideutigkeit vorwerfen. Wir wissen, dass du eindeutig zweideutig redest. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß am Leben. Richtig, und Vorwürfen heißt, wir wissen, das würde irgendwo. Vorwürfen wäre ja negativ oder so. Ja, eben. Außerdem sind wir nicht so gut im Werfen. Du vielleicht nicht. Deswegen bist du nur Bieter. Hä? Wow! Das ist nicht so. Na, weil Menschen größer sind als Hux. Vielleicht nicht ganz so fett. Menschen also bewegen sich. Wieso kriege ich Level Combat? Ich habe nicht gekämpft. Das frage ich mich auch gerade. Ich habe geangelt. Ich habe gekämpft und du kriegst Combat Level. Du hast gekämpft? Ja, aber das sollte nicht geteilt werden, das Combat Level. Ja, ja, so ungefähr. So ungefähr. So, okay, genau so. Oh, du kannst ernten. Oder ist morgen wird es den ganzen Tag klauen. Ja, ja, nee, mach. Morgen regnet es den ganzen Tag? Nee, den ganzen Tag klauen soll nicht. Oh, ich sehe einen Glitzer in meiner Kristallkugel. Suki, such uns mal bitte raus, was wir am besten fürs Luau mitnehmen sollen. Was kann ich denn ernten? Ah, Kaffee. Was, Luau ist? Luau ist heute, ja. Das heißt, du kannst heute nicht ans Meer. Naja, nee, das meine ich nicht. Ich meine, eher der Nachteil ist, ich habe die ganzen Goldfische verkauft. Ja, wir brauchen nur eine Sache. Au, stimmt, Luau. Ich glaube, die Sache ist egal. Hauptsache, es ist die Regenqualität. Nee, es ist nicht ganz. Es gibt ein paar Sachen, die nicht so cool kommen. Spielst du schon wieder Gießkanne? Ab wann ist denn Luau? Das ist erst abends irgendwann, oder? 14 Uhr oder so, keine Ahnung. Haben sie mir im Brief gesagt. Was ist im ersten Jahr witzig? Iridiumqualität kann man im ersten Jahr erreichen. Das wäre nicht das Problem. Wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit nur Holz gehabt hätte, könnte ich jetzt Iridiumqualität zwecks sammeln und da hätte ich einen Schritt weitergehen müssen. Das wäre schlau gewesen. Aber das bringt ja sowieso nichts. Das bringt ja nur Zufriedenheit der Leute, ne? Das Luau. Da kriegst du keine. Ja, aber das ist. Kein Star-Job oder sowas. Das ist trotzdem ziemlich cool. Ja. Vor allen Dingen, ich glaube, 80 Freundschaft oder. Ne, 150 Freundschaft brauche ich mit allen, das ist fast ein ganzes Herz. Also 250 ist, glaube ich, ein ganzes Herz. Ich wusste das alles mal. Ich behaupte mal, das zu wissen, aber in Wirklichkeit weiß ich es gar nicht. Warum sind die noch nicht so weit? Die habe ich doch alle gleichzeitig gepflanzt, dachte ich. Ach nee, das sind 9. Das sind nochmal 9, die hatte Sassi dann geholt. Weißt du, ob die Höhlenquests für alle gleich zählen? Du meinst die, Die Killquests? Ich glaube ja. Luau hat begonnen am Strand. Willst du jetzt gleich hingehen? Können wir gleich machen. Ich würde halt wenigstens noch einen Woodskip fangen. Okay, versuch du einen Woodskip zu fangen.
Ich suche mal was fürs Loao raus. Blumenkohl-Goldqualität. Könnte knapp werden. Ich glaube, wir haben verkauft. Hä? Falsch das gedrückt. Ja, wir haben nur Normalqualität Blumenkohl. Guck mal, den Fisch haben wir vielleicht was. Fisch kannst du, glaube ich, reinschmeißen. Ist noch was Goldiges? Ja. Fisch hätten wir eine Brasse oder ein Heilbutt. Sag mal, was. Heilbutt super hört sich gut an. Besser ist. Ich würde den Heilbutt sagen. Also. Schöne Fischschuppe? Das ist ein Karpfen. Hier haben wir nur Frühlingszwiebeln Gold oder. Straußenfarn. Fiddlehead Fern. Fern. Super, also ich brauche jetzt gar nicht mehr aufs Angeln achten. Zumindest nicht. Mäuse haben keinen Rumble-Modus, das nervt der Mann, ne? Naja, ich bin das vom Switch-Pro-Controller gewohnt, aber im Switch-Pro-Controller ist eine Vibration. Hier ist halt ein Rumble, wo sich anfühlt, als ob einfach alles vibriert gleich. Leg mal den auf den Tisch, wenn du das machst. Mach ich. Das klingt gleich sehr lustig. Ungefähr so. Können wir nicht einen Diamant reinpacken? Das ist ja bei dir beim Spiel. Dass er da bei dir überhaupt vibriert, das macht er bei mir. Okay, haben Wurzgip. Okay. Dann gehe ich jetzt zum Wow. Heilgut, neutral oder gut? Okay. Hallibut. Hallibut, Hallibut. Ulala, Hallibut. Wessen Bad? Hallis Bad. Hallis Bad? Hallis Bad, Hallis Bad. Ulala, Hallis Bad. Du kannst die Cutscene auch skippen. Mit die Skips sie doch cutten. Ganz schnell, bevor es zu Ende ist. Hä, bis wann ist das? Weiß nicht, bis 14 Uhr. Echt? Ich glaube. Oh, ich dachte, das ist den ganzen Tag. Na. Oh, ich freue mich so auf den Wintermarkt. Ich habe den Wintermarkt tatsächlich noch gar nicht gesehen. Was ist das? Weil ich bis jetzt auf der Switch gespielt habe. Und da gibt's den noch nicht. Und da gibt's den noch nicht. Der Wintermarkt ist ganz cool, weil das habe ich letztens im Stream gezeigt. Irgendwas macht mein. Wenn du also meine. Siehst du das bei mir? Was? Also jetzt gerade nicht, aber wenn sich das bewegt, das Bild bewegt, da ist manchmal so ein Schlieren drin. Ah, du hast Bewegungsunschärfe drin, ja. Nee, das ist nicht Bewegungsunschärfe, der sieht aus, als ob ein paar Zeilen einfach verrutschen. Bei so. Berechnung. Du hast auch ein paar Stellen an dem Monitor, die heller sind. Ja, das ist ja nicht der neueste mehr. So, muss ich auch was reinschmeißen? Nee. Können wir beide was reinschmeißen? Ja, wir schmeißen mal nichts rein, was bestimmt nur Kacke. Das ich hab Fischer, nicht. Ich hab Wutzke. Herr Lippert, du la. Ich könnte mir mal Schuppen reinschmeißen. Das ist nicht gut. Oder Karpfen. Wir könnten die Hose vom Bürgermeister reinschmeißen. warte mal, funktioniert das? Warte mal ganz kurz. Willst du die Hose vom Bürgermeister reinschmeißen? Nee, funktioniert nicht. Warum funktioniert das? Wusste ich gar nicht, das geht. Warte mal, kann ich dann. Aber das geht nicht? Geht das? Auch nicht. Okay. So. Ich sag dem Bürgermeister mal, yo. Wenn du für die Überraschung zu bereit sein dürfst, ist auf jeden Fall in den Kessel, habe ich gemacht. Sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein wenig hungrig aus. Yo, lasst uns mal fett was phrasen, wie Fresh Dumbledore sagt. Oh, mein Bildschirm wird dunkel. Hellebutt, lala, hellebutt. Also Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Ich spreche den Gouverneur? Ja. Okay. Da der Gouverneur spricht. Ja, ich guck mal dir mit drauf. Also Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich. Ich habe mich schon das ganze Jahr drauf gefreut. Der kriegt mich den ganzen Jahr über nichts zu essen. Nein. Ich muss mein Büro sitzen. Sachen abstempeln. Das ist alles, was ich mache. Ist nicht schlecht, aber. Hat da jemand keinen roten Pilz reingeschmissen? Aber irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt, heißt glaube ich, dass eine Zutat fehlt. Das heißt, du hättest vielleicht doch was auch was reinwerfen sollen.
Hat jeder in der Stadt was dazu beigetragen? Nein, ich nicht. Ich gehöre nicht zur Stadt. Mich kennt hier keiner. Ich rede mit niemandem. Es würde eine einzigartige Note fehlen. Badrak, deine einzigartige Note fehlt. Ja, ich hätte reinpupsen sollen. Was? Nee. Und wieso merkt er es, dass jemand was nicht reingeschmissen hat? Es ist irgendwie nicht eintönig. Alter, da liegen 100 verschiedene Zutaten drin und du sagst, es ist eintönig. Jedenfalls danke, dass Sie uns dieses Jahr besucht haben. Entschuldigen Sie, dass die Suppe nichts Besonderes war. Besonderes klein. Ja. Ah nee, das Besondere. Ah, stimmt, nicht, dass Sie nicht besonders. Wer will noch etwas Suppe? Time to head home. Die Suppe war eintönig, aber das Luau war trotzdem lustig. Ich finde, das sagt, glaube ich, alles aus. Das ist wie so bei so einem Arbeitszeugnis. Hat sich angestrengt. Suki, darauf möchte ich jetzt nicht genauer eingehen. Zeit nach Hause zu gehen. It's time to head home. Suki, it's time to head home. Ich habe einen Brief gekriegt. Du hast einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur von wem. Das ist meine Hütte. Ja. So. Machst du jetzt noch was? Ja, Moment. Ich will nur ganz kurz. Warte, ich kann den Woodskip nochmal in die Kiste legen, in die Abholkiste. Ich hab da das Zeug noch reingeschmissen übrigens, ne? Was? Hier in die Abholkiste, die erfunden hat. Ja. So, und jetzt verkaufe ich noch was? Bam, bam, ich hab's verkauft. Bam, 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 bam. Wir haben ein Luau gehabt. Okay, es reicht, es sollte nicht. Wieso sind die Melonen eigentlich noch da drauf? Weil die noch nicht reif sind. Ach so. Hey, die sind da 13 Tage, brauchen die, heute ist der 11, die können doch gar nicht reif sein. Boah, Mafi! Ich hab nicht im Kopf, was wir Melonen brauchen. So. So, bringt ihr eine alleine 152? Nee, Harz und roter Pilz noch. Ich hab noch ein bisschen was reingeschmissen, ja. Nur ein Harz, nicht Harz 4? Okay, das war's für heute, Leute. Oh, du reimst sogar schon. Ja, Leute, heute, du. Das ist richtig krass hier. Ja, so bin ich. Wie immer, schreibt doch in die Kommentare irgendwelche dummen Kommentare, wenn euch irgendwas einfällt, irgendwelche Vorschläge, Ideen, was auch immer. Disst Mafi on seinem Twitter auf twitter.de/thewardrug. Schaut bei meinem Twitter vorbei, /bloodyfox13, einfach um zu gucken, wann gibt es neue Videos, wann gibt es neue Stream-Benachrichtigungen und wann habe ich mal wieder eine Ausrede parat, weil nichts hochgeladen wird. Ja. Und dann würde ich sagen... Was anderes kommt auch nicht. Eben. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss. Ciao.